Hallöchen, Popüchen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Graveyard Keeper. Und in der letzten Folge standen wir hier unten. Ich gehe mal schnell wieder hin. Ich musste allerdings speichern und habe eigentlich gedacht, dass ich noch eine Folge mache. Hat sich aber leider nicht ergeben. Wir standen in der letzten Folge vor diesem Apparillo hier und haben dort eigentlich gerade diese komischen kaputten Seelen einsetzen wollen. Das war hier oben, das Ding. So. Schauen wir doch mal nach. Aha. Seelenbehälter. Ich glaube, wenn man jetzt Organmodifizierung. Braucht man ein Organ? Die sind zu Hause. Also, da machen wir gerade. Gehen wir noch mal hin. Tut mir leid. Ich nehme jetzt mal hier so ein Hirn mit. Ne? Hirn kann man nie genug haben. Seht mich an. Da liegt noch was. Lol. Also, absolut frech. So. Hier passt ja leider nichts mehr rein. Das ist voller als voll. Können wir noch eine Truhe bauen? Nö, ne? Sind das hier Schriftrollen? Kann ich das da rein tun? Nö, leider nicht. Auch das da kann ich nicht da rein tun. Ich hatte es gar nicht dabei. Ah, okidoki das. Na, das hilft mir doch schon mal ein bisschen Platz zu sparen. Alles, was Papier ist, kommt jetzt da rein. So. Das ist meine Bauerlaubnis, ne? Genau. Na, guck mal. Und schon haben wir wieder ein bisschen Platz. Hä? Schön. So, hopp, hopp. Und... Ah ja, ich wollte hier gucken beim Organ. Hirn. Anfertigen. Ein positives Hirn. Das kann ich nicht reparieren, der Teil hier, ne? Oh, das kann ich reparieren auf einmal. Kaputter Seelenheiler. Das heißt, zwei Glas und zwei Haut, ne? Zwei Glas, zwei Haut. Haut ist hier oben, wenn. Mei, Button hin und her gerenner. Habe ich noch Haut? Oh ja. So. Nichts drin. Weg damit. So, warte mal. Ich kann ja kein Glas brennen gerade, genau. Weil ich ja darauf warte, dass der Kack da fertig wird. Aber der hier ist gleich fertig. Na komm. Na komm. Perfekt. So.
Mach nicht so viel Glas. Ich weiß nicht, wie lange du brauchst. Wenn man einfach keinen Platz mehr hat, ne? Weil ne, das Hanf kommt ja unten rein. Fällt mir gerade auf. War hier jetzt noch was? Nö. Ich weiß, wo die Möhren waren. Ich wollte gerade Möhren sammeln, weil ich nicht wusste, wo die waren. Aber die sind ja hier in der Truhe. Da. Nee. Hier. Wir brauchen Seelen, damit wir diese Scherben bekommen. Dann bringen wir eben die mal hier. Hanfsamen haben wir wieder 9 Stück bekommen. Erstaunlich. Schade, dass das nun immer. Obwohl, ne, es ist ja jetzt sogar einer mehr, ne? Okay, cool. Mehr als vorher. So, jetzt bringen wir die Steine und so mal weg. Da haben wir doch schon das erste Glas. Ach ne, die Steine müssen wir behalten, weil ich wollte ja gucken, was man mit den Lichtern machen kann. Jetzt gucken wir mal nach. Hier war ja die erste Laterne, glaube ich. Oh ja, her damit. Können wir auch mal skillen, dann, dass wir die neuen Schwerter und so können. Die macht jetzt einfach nur Licht oder was? Boah. Oha. Ich glaube mir nicht, ich habe keinen Platz mehr. Oh. Kann dann Lüstert hören. Zehn Bienen brauchen wir noch. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir mal öfter welche finden, nachdem wir hier eine rausholen konnten. Jetzt finde ich tatsächlich eine. Oh Gottchen. Eine Glasscheibe ist keine Glasscheibe, Freunde. Da, was soll ich machen? Kann ich jetzt auch nicht ändern. Gucken, was wir für den Honig kriegen, wenn wir den jetzt in die Verkaufsbox tun. Den Wachs behalten wir auf jeden Fall. Dann gehen wir direkt runter und versuchen mal das Ding zu reparieren. Meine Güte, diese Werkbank, sie erfüllt mich mit einer tiefen Furcht. Ja, irgendwas ist furchterregend an ihr. Ich hoffe, wir sehen besser aus, wenn unsere Zeit gekommen ist.
Tut mir leid, ich war abgelenkt. Die Aufgabe dieser Werkbank ist das Heilen der Seele. Sie benötigt eine von Sünden verunreinigte Seele und diverse Organe. Warum denn Organe? Soweit ich das verstehe, absorbieren sie die Sünden aus der Seele und speichern sie. Hier steht, dass jede Sünde ihr eigenes Organ benötigt. Ich weiß aber nicht, was das genau bedeutet. Was würdet ihr nur ohne mich tun? Ja, was würden wir nur tun? Ein Mensch wird rein geboren, aber es ist unmöglich für ihn, bis zum Ende rein zu bleiben. Hahaha. Andererseits wird die Seele selbst in unserem Körper unrein. Und generell verunreinigt sie bestimmt Bereiche unseres Körpers. Zum Glück ist dieser Prozess für Seelen umkehrbar, indem man die von den Organen ausgeübten Kräfte umkehrt. Vielleicht hätten wir ihn doch nicht rauslassen sollen. Wir hätten ihn einfach für alle Ewigkeit da eingesperrt lassen können. Nimm's nicht persönlich. Immerhin war er lange Zeit einsam. Okay. Seelenheiler. Ich ralle hier nur die Hälfte von dem, was passiert. Kann ich jetzt das Ding noch reparieren? Aha. Was ist das denn? Politurpaste. Kriege ich denn jetzt Politurpaste her? Oh, heute ist wieder Tag der Völlerei. Wir werden also flotti Karotti die Sachen tauschen. Jo. Jetzt habe ich natürlich, dumm wie ich bin, nicht die Sachen unten reingetan. Die Holzkanten kannst du hier lassen. Alles, was da unten gleich rein muss, hole ich raus. Zum Tor und Wert. Und da ist er doch. Was unsere Abmachung angeht. Ich habe Karten. Gut gemacht. Ich habe Kohl. Gut gemacht. Ich habe Rüben. Gut gemacht. Geschichte. Aber um ehrlich zu sein, ist dieses Gemüse furchtbar. Das könnte ich nur an die armen Stadtbewohner verkaufen. Die essen alles. Vor allem nach zwei schlechten Ernten nacheinander. Schlechten Ernten? Ich sehe keine Anzeichen einer schlechten Ernte. Alles wächst und gedeiht. Dieser Ort ist ja auch gesegnet, aber in der Stadt und ihren Vororten gibt es eine Wasserknappheit. Der Wirmo-Fluss hat weniger Wasser, nur der Gjoll, der an seinem Friedhof vorbeifließt, bringt Wasser nach Wimor. Der Wasserstand am Hafen der Stadt ist zu niedrig, deshalb kann auch das Schiff der Toten nicht ablegen. Frage nach zukünftigen Geschäften. Ist es möglich, zukünftige Ernten zu verkaufen? Du scheinst ein anständiger, vertrauenswürdiger Typ zu sein. Na klar. Ich habe einen Traum. Und ich bin froh, dass du auf meiner Seite bist. Es wird Zeit, dass wir beide bekommen, was uns zusteht. Was uns wirklich wahrhaftig zusteht. Und deswegen muss ich der königliche Küchenmeister werden. Und königliche Geschmackstester natürlich. Dies wird mir unglaubliche Macht verleihen und ich bekomme dann all das leckere Essen, das nur der König sich leisten kann. Was hat das mit mir zu tun? Geld, wir werden ein Vermögen verdienen. Dann bin ich dabei. Um mein Ziel zu erreichen, müssen wir den Kampf an zwei Fronten gewinnen. Zunächst müssen wir den Markt für Delikatessen in der Stadt demontieren. Und dann müssen wir die Mitglieder des königlichen Rates bestechen. Mit diesem Gemüse fassen wir auf keinem Marktfuß. Aber ich erkenne das Potenzial. Mit dem richtigen Dünger und einer guten Auswahl an Saatgut könntest du etwas Feines anbauen. Aber zunächst brauchst du eine Handelslizenz vom Briefkasten bei deiner Kirche. Besorg dir eine und wir sind Partner. Ich habe eine, ne? Warte mal. Habe ich die nicht?
Ach nee, ich habe ein rechtmäßigen Bürgerzertifikat. Ein rechtmäßiges Bürgerzertifikat. So. Her damit, her damit, her damit, her damit. Jetzt gehen wir mal eben kurz unten die Sachen in den Kirchenkeller bringen. Eigentlich auch nicht logisch, dass der Küchenkeller vor dem hier kommt. Platztechnisch passt das gar nicht. Mein Handy hoch damit. Ach, Twitch. Twitch, wir vermissen dich. Ich euch nicht. So. Jetzt gucken wir mal, wie viele Lampen wir bauen können, müssen, sollen. Lassen wir uns mal überraschen. Den Sinn der Lampen noch nicht ganz verstanden. Warum wir die jetzt bauen sollen. Aber ich baue sie halt. Da gibt mir eher der Stein aus als alles andere. Bei mir hat's gebimmelt, lol. Heute Morgen habe ich einem ehemaligen Diener meines Vaters gesprochen. Er hat von der Unterdrückung durch die Inquisition erzählt. Die Leute leben in Angst. Niemand weiß, ob er nicht der Nächste ist. Diese Atmosphäre der Angst wächst immer weiter. Haben Sie schon daran gedacht, die Stadt zu verlassen? Sie haben zu viel Angst. Für Ihre Sicherheit zahlen Sie hohe Bestechungsgelder. Aber diese Sicherheit ist nur von kurzer Dauer. Aber nein, generell gibt es hier keinerlei Möglichkeiten zur Flucht, außer vielleicht unserem Lager. Könnt ihr keine neuen Flüchtlinge aufnehmen? Ich würde diesen Leuten wirklich gerne helfen, aber unser Lager ist so klein. Nun, ich könnte zusätzliche Zelte bauen. Das wäre toll. Es würde aber auch bedeuten, dass wir einen Brunnen brauchen, ansonsten verdursten die Leute. Okay. Wie baut man denn Sachen? Irgendwie war da doch was. Hier. Ich verwirrt. Ja, woher bekomme ich Seide? Ich habe dir nichts zu sagen, Werther. Fick dich. Okay, wir haben drei Wohnzelte. Irgendwie. Ja, wenn ich rausgefunden habe, wie ich an Seide komme, dann reden wir nochmal. Danke. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Eine Sekunde. So, wieder da. Mein Sohn hat gerade angerufen und normalerweise ruft er immer über WhatsApp an. Und jetzt hat er aber einen richtigen Sprachanruf gemacht und habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Nicht, dass irgendwas ist, aber nee, war alles gut.
Ja, war ja klar, dass uns jetzt die Steine ausgehen. Aber so viel brauchen wir auch nicht mehr, wie ich gerade merke. So, wie war das jetzt hier? 6, ne? Nee. Hier nicht mal Stein abbauen. Weil mir die Keile fehlen. Mir fehlen die Keile. Achso, wir können einfach den hier machen, ne? Sind noch ein paar Keile. Hab ich noch genug von denen? Ja. Was brauche ich eigentlich für diese Rüstung? Verfall, Dünger, einfacher Dünger. Ah ja, da braucht man voll das Zeug für, ne? Oh, guck mal. Zwei Zahnräder. Und warum kann ich jetzt keine Rüstung herstellen? Werkbank für Holz. Toll, die habe ich nicht mehr. Die habe ich weggemacht. Haut brauchen wir dafür. Die Frage ist, wie kriege ich so ein Zahnrad? Da. Stahlteile. 20 blaue und 200 rote. Naja, dann wissen wir Bescheid erstmal. Arbeit, Arbeit. So wenig war mein guter Honig wert? Wiedersehen. Das ist aber fast traurig. Achso. Jetzt weiß ich auch, wo ich hin wollte. Zum Steinbruch. Man da jetzt noch bauen? Ach so, Steinreparaturwerkzeug, ja. Ich weiß nicht, wo ich eine Flasche Wein herkriege. Das nervt mich ein bisschen. Weil das ja so eine der ersten Aufgaben war. Ich kann ja mal gucken. Im Wiki. Graveyard Keeper Wein. Graveyard Keeper Wiki.
Rotwein wird im Weinfass aus Eimern von Traubensaft hergestellt. Man braucht die Technologie Weinerzeugung, um Wein herstellen zu können. Ja, handeln. Oratrik. Stufe 2 braucht man dafür. Dann kriege ich Rotwein. Okay, oder ich stelle ihn selber her. Habe ich ja damit schon gedacht. Ich glaube, warum muss ich ihn selber herstellen? Aber wir müssen den Kaufmannsfuzzi einfach auf Level 2 kriegen. Weg damit. Aus dem Weg. Jetzt alle? Nee, noch nicht. Jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir überall Laternen hingestellt. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn hatte. Warum ist noch einer? Platz für eine Laterne. Aber hier ist kein Platz mehr für eine Laterne. Doch hier ist noch einer. Entfernen. Nun, du stehst auf dem Platz der Laterne. Was ist los mit dir? Ja, vielleicht muss die noch hier hin. So. Steinschneider. Schlafen. So. Marmor können wir noch nicht, ne? Brauchen wir aber auch bald. Also das heißt, wir müssen mal wieder ein paar Punkte machen. Das heißt also, ich werde noch mal massenweise Stein besorgen, damit ich ein paar blaue Punkte kriege, denn ihr seht ja selber, man braucht noch, man braucht noch. Wo sind denn die da? Boah, hier, die stellen vier wieder her. Sollte man wohl machen. Okay. Nacht zu Hause. Ich pack mein Inventar leer. Oh fuck, wir hatten unten noch eine Leiche. Oh nein, der hat eine Leiche gebracht und ich habe sie vergessen. Das ist schlecht.
Ich hab das mit den Körperteilen und so nicht gerallt bis jetzt. Also ich weiß nicht, wofür der Sinn dahinter ist. So, wir brauchen Haut. Da kommt direkt die nächste. Und ich entnehme ihm mal das Herz. So, weg damit. Du wirst gleich verbrannt. So. Ich habe das mit diesen Add-ons aber noch nicht ganz verstanden. Denn wir haben ja, wenn wir zum Beispiel so ein Add-on für Better Call Saul und so, weißt du, wie ich meine? Und The Walking Dead und sowas. Wann kommt das? Letzte Seele. Und jetzt, was machen die? Verstehe ich alles nicht. Gib mir mal Holzscheite hier. So, wir gehen jetzt Steine kloppen, damit wir ganz viele Steine haben. Und dann werden wir die Grabsteine bauen wieder, ganz viele, damit wir mehr als genug haben. So, jetzt können wir wieder einen verbrennen. Wir haben jetzt zwei Seelen rausgeholt und ein Organ. Große Frage, was macht das Organ? Schon wieder alles weg. So, nee, da lang. Ich habe jetzt hier ein Organ. Wir brauchen zwei kaputte Seelen. Was mache ich denn jetzt damit? Ich reiß nicht. Hä? Ich habe doch eine geheilte Seele bekommen.
War das jetzt das hier? Wo kann ich sehen, wie viele Seelen ich jetzt geheilt habe? Da, ich habe jetzt geheilte Seele und Sündenschärfe bekommen. Da ist sie. Und ich habe jetzt Sündenscherben bekommen. Also sehe ich das richtig, dass der komplett positiv sein muss, damit ich... Da steht jetzt auch nicht, ich kann jetzt nicht sehen. Verwirrend. Ich weiß jetzt, das hier ist ein positives Herz. Das war jetzt ein positives Herz. Das war jetzt ein positives Herz. Und dann kann man einfach hingehen und die positiven Sachen in den negativen Körper bauen. Dadurch bekommt er dann richtig viele Punkte. Also mein Gedanke ist gerade, je mehr weiße Totenköpfe wir haben, desto mehr Punkte kriegen wir am Friedhof dafür. Das heißt also, wir bauen die roten Sachen aus und bauen was Weißes dafür ein, um dann einen perfekten Körper zu haben. You understand? Den Sinn habe ich verstanden. Ich weiß nur nicht, wo ich jetzt die ganzen Sachen lagern soll. Das finde ich recht kompliziert. Ich kann doch jetzt nicht hier noch 1000 Organe lagern. Schrifttrollenregal, da kommt jetzt das positive Zeug rein. Kein Platz mehr. Merkt er selber, ne? Altmodischer Schrank. Vier Bretter, also jeweils 8 Bretter, Nägel und die Dinger. Ich habe ja meinen ganzen Scheiß hier reingekloppt. Oder auch nicht. Nee, da. Bretter habe ich genug. Mal ein bisschen Holz besorgen hier.
So läuft's. Und jetzt gehen wir hin und machen uns daraus einmal Balken. Sehr schön. Dann machen wir uns einmal... Ich könnte mir das Schwert schon machen, aber ich will das haben. Dann machen wir uns einmal Nägel. Einmal das, einmal das. Und jetzt gucken wir mal, wie das ist mit den Schränken. Habe ich was verpasst? Sollte ich den sehen? Okay. Hä? Also die Materialien sind weg. Ich habe eine Befürchtung. Ich gab eine Befürchtung für euch kurz. Cut. Sekunde. So. Wir sind wieder da im Ladebildschirm. Wie gesagt, wir haben hier ja so voll die Add-ons. Ne? Da 1, 2, 3, 4 Add-ons. Breaking Dead, Stranger Things. Sollte da nicht irgendwas auch vorkommen, was ein bisschen in die Richtung von diesen Serien geht? So, und jetzt probieren wir es mal aus. Ich kann immer noch nichts machen. Keine Ahnung, wo es sein soll, Freunde. Hä, das ist total verbuggt. Da ist er vollkommen lost. So, mal gucken, ob ich auf eine Antwort warte. So. Nein, du sollst aufstehen. Da hier. Nehmen wir alles mit, das zerstören wir. Keine Ahnung, was wir damit machen. Keine Ahnung, bevor wir das hier durch die Gegend schleppen und wir brauchen es nicht. Weg damit. So, wir wollten Platz im Inventar machen, um Steinsachen mitzunehmen, Steine mitzunehmen. Einfach da rein. So. Dann ab zum Steinbruch. Warte, ich gucke noch eben, ob meine Spitzhacke... Ja, ich repariere sie mal lieber. Zur Sicherheit. Jetzt renne ich nämlich wieder doppelt. Steinbruch. Und jetzt dürfte es ja super easy gehen, hier Steine rauszukriegen. Jetzt habe ich die Keile nicht mit. Oh. Ich verstehe auch nicht, wofür man hier Keile brauchen sollte. Ehrlich, also ist mir schier ein Rätsel. Wir finden hier die ganze Zeit diese Nuggets, ne? Das müssen wir mal... Was können wir damit machen?
Wir haben ja jetzt ein paar Nuggets gefunden, ne? Und das frisst richtig Energie hier. Deswegen habe ich immer ein bisschen Essen dabei dann, ne? Habe ich letztens die Brote für verbraucht. Jetzt kannst du nämlich einfach den hier mittendrin machen und dann geht's weiter. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Erz. Jetzt könnten wir ja mal gucken, kann man mit den Nuggets irgendwas machen? Nö, ne? Noch nicht auf jeden Fall. Du machst welche. Du machst welche. Wo sind meine Keile? Kann ich noch ein paar machen? Hi, alter Mann. Hast du was Schickes, was ich in dir abnehmen kann? Hat schon wieder das Buch dafür 25. Das reizt mich ja schon, ne? Das sind nämlich viele Punkte, aber ich werde jetzt gleich ganz viele machen. Drehen wir direkt pennen. Am nächsten Tag müssen wir auch direkt wieder zur Predigt. Ich weiß, wir sind bei 47 Minuten. Ich mache trotzdem ein paar Minütchen mehr, damit ihr mal seht, wie ich das hier gemacht habe. Will mir nachher nicht sagen lassen, dass ich gefudelt habe. Ich meine, hier das mit dem Mod ist ja schon, das ist ein bisschen fudeln, aber. So. Wenn er nicht die Steine wegdrücken, dann kann man hier direkt schön weiterarbeiten. Aber manchmal sind sie im Weg. Wir müssten ein paar Meter weiter spawnen. Achso, das Wegteleportieren kostet auch Energie im Übrigen. Das frisst halt echt Zeit, ne? Und Energie. Aua. Sollte mir jetzt gleich auch noch mal was zu essen machen. Wenn ich das selber drauflege, dann brauche ich auch nicht teleportieren. Den Debuff. So, und dann gehe ich einfach am Ende hin und mache aus den Steinen die Grabstein-Dinger da, die Umrandung. Und die haben halt richtig viel blaue Punkte gegeben. Und so bin ich an die 500 Punkte gekommen. Mehr habe ich nicht gemacht.
Ihr seht ja auch jetzt, ich habe schon wieder 132 rote, 142 grüne. Was soll ich jetzt sagen? Was anderes habe ich nicht gemacht. Was anderes habe ich nicht gemacht. Und es ging wirklich schnell. Also ihr seht ja selber, es ist jetzt hier ein paar Minuten Arbeit. Ich glaube, wieder nichts zu fressen. Und heute ist Predigttag. Jetzt gehst du wieder pennen. Ja, gut, ich mache eben Cut. Wir sehen uns gleich. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr kennt das Ganze. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich in der nächsten Folge von Graveyard Keeper. Haut rein. Ciao, ciao.